Wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur 55. Ausgabe von 19, die DUB-Chefvisite. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir haben einige technische Probleme. Essen, can you hear me? Houston is calling. Ich kann nichts hören. Da ist er. Okay. Und ich höre Jens nicht. Okay. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Jens, ich kann dich nicht hören. Ich höre dich. Das machen wir so. Warum? Ich muss doch reden können. Hallo Jens. Ja, ich höre dich. Also dann machen wir es so, dass du vielleicht, ich sehe dich auch, also die anderen, die im Chat drin sind, auch. Von daher würde ich sagen, vielleicht so. Du müsstest nur muss ich leise stellen? Wir haben jetzt eine Rückkopplung. Also ich habe das eine Hand. Ich habe jetzt leise, was ich leisen kann. Ja. Aber wie mit Rück. Wenn du mich, ich höre, ich, wenn du mich jetzt so hören kannst, kann ich weitersprechen. Jetzt bist du auch aktiv, jetzt ist ausgestellt. Ich sehe dich auf, jetzt müsstest du Ton anstellen, bitte. Und dann können wir starten. So, wie sieht es jetzt aus? Perfekt. Gut, wunderbar. Das tut mir leid, aber heute ist der Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. Wir haben auch noch unseren Experten noch nicht da. Der kommt aber jetzt, wie ich sehe. Also mit leichter Verspätung um 3 Minuten fangen wir nochmal von vorne an. Der ist noch im Verbindungsaufbau, Professor Sastro. Wenn er jetzt auf laut geht noch. Hallo, auf laut gehen. Jetzt haben wir Frau Oeder da. Auf laut, Herr Zastro. Ja. Jetzt bin ich. Ja, wunderbar. Und starten wir. Das ist doch ein besonderer Montag, Donnerstag. Wir starten mit etwas Verspätung, weil technische Probleme da waren. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich allen einen schönen guten Morgen. Willkommen zur 55. Ausgabe von 19, die DUB-Chefvisite. Unser Thema heute ist Abstand, Maske, Hände waschen. Wie können wir uns noch besser vor Corona schützen? Mit an Bord. Etwas verspätet durch technische Probleme. Mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Guten Morgen, lieber Jochen. Na, da habe ich mich zu früh gefreut. Hallo? Jochen ist weg. Herr Zastro ist noch da. Ja, ich bin noch da. Genau. Ich sehe Sie noch nicht, aber sehen Sie mich? Ja. Ich sehe Sie gut, ja. Okay, dann warten wir, dass Jochen wieder gleich reinkommt. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn Jochen gleich reinkommt, überspringen wir den. Na, Jochen ist wieder da. Ja, heute ist tatsächlich der Wurm drin über verschiedene Kanäle. Ich bin froh, wenn das kurz klappt, dann kann ich meine Message hier wenigstens loswerden. Ich versuche es mal. Also auch beim RKI war heute ein Problem, denn heute Morgen gab es keine RKI-Zahlen und so entwickelt, weil irgendwie dessen oder deren Dashboard nicht erreichbar war. Und aber über das Handelsblatt konnte ich diese Zahlen entnehmen, und zwar 17.553. Das ist das mit dem heutigen Tag zum ersten Mal der Sieg in Wert 100, nämlich bei 98. Und in dem Hintergrund denke ich, dass zu der nennen es mal Entspannung der aktuellen Situation. Essen und wir haben nur noch 35 auf den Intensivstationen mit. Leider sind aber gestern wieder 2
Umständen an dem Krankheit verstorben. Was mich bewegt, ist ein Interview mit Bill Gates der Süddeutschen gestern. Gates warnte vor dem Impfnationalismus und einer Leichtfertigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie. Statt der Diskussionen um Verträge rückte er die Belieferung von Impfstoffen an besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen in aller Welt und die Qualität der Impfstoffe in den Fokus unserer Aufmerksamkeit. Dem warb Bill für eine intensive Zusammenarbeit der Staaten, der ohne die Pandemie viel schwieriger zu beherrschen sei, verbunden mit dem Preis Pandemien Einschätzung zur neuen Normalität dürften. Bevor wir jetzt zu Professor Zastrow kommen, freue mich sehr auf ihn, will ich dich aber fragen, lieber Jens, was beschäftigt dich aktuell? Ja, zunächst mal die Technik, die jetzt offensichtlich nicht so richtig funktioniert. Auch im Chat heißt es, dass es ein bisschen abgehackt jetzt ist aus Essen, aber es kann noch besser werden. Bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, Professor Zastrow, bei mir, ich habe mir gestern mal angeschaut, es gibt eine Liste der wertvollsten Marken weltweit und ich wollte wissen, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat. Und auf den ersten Blick gibt es eigentlich wenig Überraschendes. Die Tech-Konzerne liegen weit vorne. Apple hat es mit einem unvorstellbaren Plus von 87% mit einem Markenwert von 263 Milliarden Dollar auf Platz 1 geschafft, dicht gefolgt von Amazon und dann kommt Google und Microsoft dahinter mit ein bisschen Abstand. Und in Deutschland die wertvollste Marke ist Mercedes-Benz und die sind weltweit auf Platz 13 gelandet. Zwei Positionen runter durch die Krise sind sie gefallen, die Stuttgarter. Spannend allerdings finde ich, dass die Deutsche Telekom gleich um 7 Plätze auf Rang 23 gestürmt ist oder nach vorne gekommen ist. Und vielleicht, weil wir alle noch mehr telefonieren, weil wir mehr jetzt auf Technik setzen, auf jeden Fall an der Entwicklung der Corona-Warn-App wird es ja nicht gelegen haben. Rätselhaft ist auch, warum es so lange dauerte, bis die Infektionszahlen bei uns runtergingen. Maske, Abstand und Händewaschen sollten doch eine Selbstverständlichkeit sein. Das kann auch unser Experte ja auch berichten, Professor Klaus-Dieter Zastrow, ein ausgewiesener Spezialist, wenn es um Hygienefragen und Infektionsschutz geht. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich habe ihn schon gehört. Lieber Professor Zastrow, Sie haben, jetzt sehe ich ihn auch, wunderbar. Sie haben früher an der Humboldt-Klinik in Berlin gearbeitet, die jetzt nach einer Reihe von Corona-Infektionen unter Quarantäne steht. Was geht Ihnen bei dieser Meldung durch den Kopf? Wie sehr besorgt Sie diese englische Mutation? Also genau genommen besorgt mich diese englische Mutation so gut wie gar nicht. Das ist jetzt vielleicht etwas verblüffend. Aber einmal aus folgendem Grunde. Wir haben ja vom Impfstoffhersteller von BioNTech gehört, dass die der Auffassung sind, dass diese bisher aufgetretenen Mutanten vom Impfstoff mit erfasst werden. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das haben wir zum Beispiel beim Grippeimpfstoff auch. Also das kann man durchaus glauben. Das Zweite ist, das, wofür ich mich ja, Sie hatten es ja erwähnt, mit Hygienemaßnahmen einsetze, die wirken bei jeder Mutante, die wirken bei allem. Ja, bei jedem Virus, was um die Ecke kommt, hilft in dem Fall, wenn der Stand des Virus, der Nasenrachenraum ist eben der Mund-Nasenschutz. Dafür haben wir ja vier Monate gebraucht, oder besser gesagt fünf, bis die Politik begriffen hat und eingesehen hat, dass der Mund-Nasen-Schutz das wesentliche Instrument ist. Wir wissen, dass der Stand die Quelle des Virus aus dem der Nasenrachenraum ist. Und dann wird so ein Blödsinn erzählt, inklusive von der Kanzlerin, ein Mund-Nasen-Schutz ist nur eine Virenschleuder. Oder andere sagen, ich zerknülle den in der Hosentasche und dann stecke ich mich erst recht an. Ist schon ein Widerspruch in sich. Ja, ich kann mich ja nicht anstecken an einem Lappen, der gar keine Viren zurückhält. Was soll da passieren? Sind ja alle durch und alle. Es ist alles Blödsinn gewesen, was da erzählt wurde und steigerte sich von Tag zu Tag. Wir haben vier wertvolle Monate verloren, wo es praktisch, ich sag mal, von ganz zarten Anfängen
bis in die Zigtausende ging, nur weil wir diese Maßnahme nicht gemacht haben. Und das sage ich jetzt auch mal mit dem Brustton der Überzeugung. Denn heute zahlen Sie in Bayern 250 Euro Bußgeld, wenn Sie die Maske nicht aufhaben. Ja? Und wie gesagt, im Frühjahr war es da. Und jetzt wird sich das Gleiche wiederholen. Wir haben nämlich die Möglichkeit, die Leute mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel, und das ist nicht Omas Hausmittel, ja, das sind auch keine Kochsalzlösung mit ätherischen Ölen und noch eine Packung weißen Käse unter die linke Achsel und das bei Mondschein auf dem Balkon. Ja, das sind geprüfte Schleimhautdesinfektionen, die jeder kennt. Seit 40 Jahren auf dem Markt. Beta-Isodonna kam so in den 70er Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt hat mein damaliger Oberarzt sich mit diesem Thema sogar noch habilitiert. Also über Beta-Isodonna weiß ich bestens Bescheid, weil ich als Assi da mithelfen durfte. Wenn man Leute anspricht, Beta-Isodonna kennt jeder in der Bevölkerung. Die meisten kennen es als Salbe, aber es kennen auch viele von ihrem Zahnarzt. Ja, wenn sie sich den Weisheitszahn haben ziehen lassen, dann haben sie ein schönes großes Loch im Mund. Da können dann eben auch Bakterien und Viren reinkommen. Und deswegen sagt der Zahnarzt hier, nimm das Zeug und spül damit deinen Mund. Damit tötest du auch alle Bakterien und Viren ab. Und genau das müssen wir hier machen. Ja? Also bevor ich die Leute jetzt, sage ich mal, ob die einreisen oder nicht, ist mir persönlich eigentlich egal. Aber wenn einer sagt, sag mal, wenn ich jetzt komme und mir den Mund spüle an der Grenze, an der Zollkontrolle oder wo auch immer, mit diesem Zeug, mit dem Schleimhautdesinfektionsmittel, was innerhalb von 30 Sekunden wirkt, ja, dann musst du mich doch heilen lassen. Und da muss man nur sagen, ja, mehr kannst du nicht tun, das ist besser als alles andere. Der Schnelltest, der überall verlangt wird, der ist doch völlig Murks. Ja? Denn der erkennt ja nicht zwischen Mutante und also zwischen dem bisherigen Virus und jetzt auf einmal dem brasilianischen oder dem britischen Virus. Ja? Kann die PCR ja gar nicht. Und vor allen Dingen, was habe ich davon? Ich will weder den einen noch den anderen haben. Ja? Also das einzig Sinnvolle ist tatsächlich, und das ist also fast ein Verbrechen, dass die Politik, die ich schon angeschrieben habe, ich habe Frau Merkel geschrieben, ich habe Herrn Laschet geschrieben, ich habe sogar mit Herrn Spahn telefoniert gestern, der dann fragte, gibt es eine klinische Studie? Ja. Da habe ich gedacht, dazu wird es nie eine geben, weil bei Hygiene ist es so, der eine kriegt die Schutzmaßnahme und die andere, die Vergleichsgruppe, kriegt die Schutzmaßnahme. In der Vergleichsgruppe will aber keiner sein. Ja? Und der Ethikrat sagt auch, nee, das können wir ja nicht machen. Ja? Aber wir brauchen das auch gar nicht, weil hier geht es ja um ein Desinfektionsmittel. Das heißt, wir haben Desinfektionsmittelprüfungen. Wenn Desinfektionsmittel zugelassen werden, dann durchlaufen sie drei Prüfungen von unabhängigen Institutionen. Und ich sage mal, wenn wir eine Peritonealspülung machen bei einem todkranken Menschen mit Beta-Isodonna, ja, und ihn dann vor der Sepsis retten, also mehr klinische Studien brauche ich nicht, ja, und die kleine Mundhöhle erwischen wir damit immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die macht mir gar keine Sorge, wenn wir das richtig machen. Wenn wir natürlich den Blödsinn weitermachen jetzt nur darüber und ständig die Modellierer berechnen, was passiert, wenn, das ist alles Pipifax, machen Kinder am Computer mit 12 Jahren am Amiga, es trifft sowieso nicht zu. Ja? Die ganzen Modelle, also bitte, davon ist ja die Politik geleitet. Ja? Irgendwelche Modellierer haben gerechnet, übermorgen haben wir dann 100.000 Infektionen pro Tag. Das ist ja völliger Blödsinn. Fühlen Sie sich denn von der Politik gehört, wenn Sie gestern mit Jens Spahn gesprochen haben? Sind Sie zufrieden mit der politischen Arbeit? Na, an der Stelle nicht. An der Stelle nicht, denn sie wird überhaupt, es folgt ja keine Konsequenz. Ich habe ja auch zum Spahn gesagt, ich habe gesagt, pass auf, ich verlange ja gar nicht, dass alle anderen Maßnahmen aufgehoben werden. Überhaupt nicht, ja. Aber eine zusätzliche Maßnahme, ja, an dich gehört das unter AHA und das H unter Hygiene. Ja? Mhm. Alltagsmasken, Abstand und wenn sie da fragen, ja, was verbirgt sich denn hinter dem H? Ja, die Hygienemaßnahmen. Ja,
Entschuldigung, was genau, konkret, jetzt sag mir auf konkret, was meinst du damit? Da kann Ihnen überhaupt keiner was sagen. Ja? Mhm. Die Gesundheitsämter kommen vielleicht noch auf Händedesinfektion und auf die Desinfektion der Tischplatte im Restaurant. Und dann ist schon die Frage, ist dann überhaupt noch das richtige Desinfektionsmittel angewendet? Also was da alles für ein Blödsinn passiert, muss man sagen, Unzulänglichkeiten. Gestern wurde ja veröffentlicht von Herrn Heil, Abstandsregelungen oder nur noch zwei Leute dürfen zusammen Frühstück, Mittag, Abendbrot, also da im Büro essen. Das haben wir schon seit April letzten Jahres. Ja, mit solchen Klamotten kommen die jetzt um die Ecke. Da muss man nicht sagen, mein Gott, wenn das bisher alle anderen nicht gemacht haben, dann brauchen wir uns ja über gar nichts zu wundern. Ja? Also seit April habe ich das in meinen Kliniken eingeführt. Da sitzen nur noch zwei und oft nur einer. Wenn der Raum zu klein ist, dann frühstückt eben einer alleine. Ja, das überleben wir auch. Die meisten Menschen sterben ja in Alten- und Pflegeheimen. Ich meine, gehört zu haben oder gelesen zu haben, über zwei Drittel. Warum bekommen wir es nicht hin, diese Menschen, die ja eigentlich in einem abgeschotteten Bereich sind, dann besser zu schützen? Naja, die Schutzmaßnahmen sind völlig bekannt. Ich habe auch ungefähr 12, 13 Pflegeheime. In meinem Bereich, die sind abgeschottet. Das heißt, es kommt, damals, April, Mai, haben wir gar keine Besucher reingelassen. Das war zwar brutal, ja, aber wir haben auch keine einzige Infektion bei den Bewohnern gehabt. Wir haben, das Haus abgeriegelt. Das gesamte Personal war verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und auch da haben wir die desinfizierende Rachenspülung schon eingeführt. Ja? Und das heißt, wenn man diese Schutzmaßnahmen, wenn man dann manchmal aber auch im Fernsehen sieht, wie das so läuft, naja, also da fällt man ja wirklich von einer Ohnmacht in die andere, wenn es heißt, wir hätten alles getan und dann hört man auch noch den Blödsinn, es geben sich alle ganz große Mühe. Ja, aber Mühe allein genügt nicht, Frau Sommer. Ja, also da läuft noch unheimlich viel schief. Und da muss ich auch sagen, da sind auch wieder die Behörden zu lasch oder denen fehlen auch die Kenntnisse. Nur mal ein Beispiel. Es wird für ein, ich finde zum Beispiel im Restaurant ein Desinfektionsmittelspender an der Tür, ja, da ist eine Flasche drin und da steht dann drauf Flächendesinfektionsmittel. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, na, ist egal, womit du das Zeug umbringst. Ja, ja, aber gleichzeitig nein, weil ein Flächendesinfektionsmittel hat eine Einwirkzeit von mindestens 30 Minuten, ja, während unsere Händedesinfektionsmittel 30 Sekunden haben. Ja. Vielleicht haben Sie die Schriftzeichen dahinter nicht erkennen können, Minuten und Sekunden. Ja, aber das sind so eine Punkte. Und wenn jetzt der Kellner kommt und nachdem der Gast gegangen ist, den Tisch abwischt mit einem Lappen, der mit einem Flächendesinfektionsmittel getränkt ist, dann müsste der Gast jetzt 30 Minuten warten, bevor er sich da wieder hinsetzen kann. Hm. Das ist ja, aber also das sind alles so eine Sachen. Es passieren Fehler am laufenden Band. Die Behörden kontrollieren es nicht und zum Teil haben sie auch nicht die Kompetenz, leider. Lassen Sie uns mal von den Pflegeheimen zu den Schulen gehen. Das wird ja auch mächtig diskutiert. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Wie stehen Sie zu Schulschließungen? Müssen wir differenzieren zwischen den Lütten und den größeren, den Altersstufen? Wie ist da Ihre Meinung? Also ich habe von Anfang an gesagt, die Schüler sollten auch die Masken tragen. Ja, also im Sommer war das, im August, sollten auch den Mund-Nasen-Schutz tragen. Denn es gibt überhaupt keinen Hinweis dafür, dass die Kinder das Virus nicht übertragen können. Ja, also wenn die angehustet, angenießt werden, nehmen sie es auf, dann tragen sie es auch und übertragen es weiter. Dass wir da immer noch nicht so viel wissen, das ist ja wie insgesamt auch bei allen Arzneimitteln steht ja auch oft für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Wenn sie nachfragen, warum ist denn das so? Weil wir nicht genügend Kinder getestet haben. Ja, weil wir nicht genügend Kinder gefunden haben und die Eltern, die zustimmen müssen und. Das ist ja hier genauso. Aber die Kinder übertragen natürlich genauso. Ob sie im gleichen Schweregrad erkranken, das ist noch fraglich, das wage ich zu bezweifeln. Das habe ich letztens auch gesagt. Ich habe auf keiner Intensivstation bisher ein Kind gesehen. Ja, und ich überblicke immerhin so 12 Intensivstationen.
Aber das mag sein, dass es vereinzelt mal vorkommt, aber wir beklagen ja das große Sterben bei den Älteren. Also auf die Frage klar gesagt, ja, Kinder können übertragen und deswegen sollen sie auch die Maske tragen. Leider lassen sich die Politiker sehr schnell beeindrucken, wenn da irgendwo eine Elterninitiative auftaucht und sagt, ja, also das ist aber gar nicht für mein Gut und der Kinderarzt, für mein Kind gut. Der Kinderarzt hat auch gesagt, das Kind wird vielleicht bewusstlos, fällt vom Stuhl, knallt mit dem Kopf gegen die Zentralheizung und dann ist es tot. Also solche konstruierten Dinge kommen ja immer wieder vor. Also von mir aus denke ich, oder mach die Schulen auf, aber mit Mund-Nasen-Schutzmasken. Aber auch da habe ich gesagt, wenn die Kinder morgens in die Schule kommen, ja, jeden dritten Tag Desinfektion der Mundhöhle, ja, die spülen unter Aufsicht der Lehrer. Da würde ich heute auch keinem mehr glauben, ja, wenn er sagt, wir haben das ja zu Hause gemacht. Vielleicht haben sie es gemacht, vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie es auch falsch gemacht. Ja. Also das wäre alles mit diesen beiden einfachen Maßnahmen. Das heißt, der Mund-Nasen-Schutz und die Desinfektion der Mundhöhle, damit ist die Pandemie beendet. Wenn wir das 14 Tage machen, ist hier Feierabend mit Corona. Jochen, können wir dich hören? Du hattest auch noch eine Zeit. Ja, ihr hört mich wirklich ein bisschen chaotisch. Das hat wahrscheinlich mit dem Essen jetzt zu tun. Ich rede einfach mal weiter und du würdest dann unterbrechen, du Zeichen. Oder? Ja. Ich habe das aber so einigermaßen bekommen. Nein, wir hören ihn nicht. Er bricht ab. Gibt es ja viele Ideen zu. Ich will auf zwei Punkte ganz kurz kommen. Ja, okay, dann machen wir weiter. Ja, wir hören dich ganz abgehackt. Also ich würde gerne noch mal wissen, Sie haben es ja quasi ausgeführt, gibt es noch einen Wunsch an die Politik? Wir können ja nicht ewig im Lockdown bleiben. Wie können wir uns die nächsten Wochen vorstellen? Der Februar naht. Geben Sie uns einen Tipp, was zu tun ist. Ja, die Politik sagt, wir haben alles ausgeschöpft. Ja, sage ich fast. Das Entscheidende, nämlich das Virus tatsächlich am Ort des Geschehens abzutöten, wird nicht offiziell empfohlen oder verordnet oder wie auch immer. Das wird praktisch totgeschwiegen. Und da frage ich mich, warum. Ja, denn das ist es ist keine absonderliche Maßnahme, nichts, wo man Stirnrunzeln kriegt. Aber wenn wir sagen, wir wollen verhindern, dass sich die Mutanten jetzt in Deutschland auch ausbreiten, dann ist das die einzige wirksame und sofort wirksame Methode. Ja? Das Desinfektionsmittel wirkt gegen alles. Und wenn ich das Virus bereits am Entstehungsort, im Nasenraum, also im Rachenraum, in der Tiefe der Mundhöhle abtöte, dann ist es weg. Ja, aber wenn wir natürlich solche anderen Sachen machen, also selbst dieser Zero-Lockdown, ja, das ist totaler Schwachsinn. Wir sind ja nicht auf einer einsamen Insel mit einer Palme, wo man das dann auch kontrollieren kann. Und wenn man das dann wieder aufhebt, ja, dann geht es nach 4 Wochen wieder von vorne los. Also es geht leicht von vorne los, aber merklich ist es dann danach. Denn wir wären durch einen Total-Lockdown-Zero-Ziel erreichen wir nicht, dass Europa oder Deutschland völlig virusfrei wird. Das ist völlig ausgeschlossen. Das klappt nur mit der Impfung. Das war bei der Pockenschutzimpfung nicht anders und auch nicht bei Poliomyelitis. Aber das hat auch bei der Pockenschutzimpfung Jahre gebraucht, Jahrzehnte, bis man die Pocken weltweit wirklich ausgerottet hat. Aber das, was sofort wirkt, ist die Desinfektion. Also Desinfektion und Impfung, das sind die Schlüssel zum Erfolg. 19 Minuten sind leider wieder vorbei. Wir haben etwas überzogen, weil wir technische Probleme haben. Sorry dafür. Morgen werden wir es besser machen. Vielen Dank, Professor Klaus-Dieter Zastrow. Morgen um 10 Uhr gibt es dann unsere Live-Sondersendung, das große Impfspezial. Stellen Sie Fragen. Kommen Sie zu uns. Hochkarätig sind wir besetzt mit Experten wie Friedrich von Bohlen. Er steht für CureVac. Essener Impfarzt Dr. Stefan Steinmetz, Ulf Dittmar, der Chefvirologe der Universität Essen, Doc Caro, also Frau Dr. Carola Holzner, die ist auf Facebook sehr intensiv unterwegs und auch schon fast ein Fernsehstar und sie ist Impfbotschafterin des Landes Nordrhein-Westfalen. Jochen ist wieder dabei
Und ja, da können wir dann mit Ihnen sprechen. Und Herr Zastro möchte auch noch kurz was sagen. Weil ich das schon oft erlebt habe, ich habe es vergessen zu sagen, es muss ein Schleimhautdesinfektionsmittel sein. Die Leute kommen und sagen, ich nehme Listerine, geht das auch? Ich nehme Odol oder so. Nein, nein, es ist ein Schleimhautdesinfektionsmittel, Beta-Isodonna. Das hat keinerlei Nebenwirkung, ist völlig ungefährlich, kostet die Flasche 6,95. Ich habe leider keine Aktien bei der Firma deswegen kann ich das auch so empfehlen. Also, weil die Fragen sehr oft kommen, ich habe sie da gesehen und gehört, was soll ich denn nehmen? Ja, dann sage ich es hier gleich mal. Beta-Isodonna, Schleimhautdesinfektion. Das nehmen wir noch mit und kaufen auch eine Aktie davon, die es, glaube ich, nicht gibt oder so. Also vielen Dank dafür. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Morgen 10 Uhr, großes Impfspezial, top besetzt. Stellen Sie Fragen, wir beantworten alles. Einen schönen Tag, einen sonnigen Tag. Tschüss aus Hamburg und aus Berlin.